Wir erkunden heute einen verlassenen Militärflugplatz der NATO, der bereits Ende der 1960er Jahre luftfahrttechnisch entwidmet wurde. Das Militär nutzte diesen Standort dann für ein geheimes Trainingszentrum für elektronische Kampfführung. Auf dem ganzen Areal wurden eine Vielzahl von Militärfahrzeugen zurückgelassen. Der Panzer ist tiefer gegangen. Oh mein Gott. Begleite uns bei dieser spannenden Erkundung, bei der wir jeden Moment damit rechnen müssen, vom Militär erwischt zu werden. So Leute, wir sind auf dem Gelände drauf und direkt vor uns tut sich schon die Start- und Landebahn auf. Ja, ich würde mal sagen, hier ist schon seit ein paar Jahren niemand mehr gelandet, oder? Nee, sieht auf jeden Fall nicht danach aus. Es sei denn, man möchte auf so einer, naja, zugewachsenen, mit Unkraut versehrten Landebahn landen. Ich glaube nur im Notfall, aber sonst glaube ich nicht mehr, ne? Ja, das wird man gar nicht so gut sehen können durch unser Weitwinkelobjektiv. Ich glaube, ich hole mal mein Handy raus und werde euch das mal eben einmal auf dem Handy ein bisschen besser zeigen. So ein bisschen mal ranzoomen, dass man das ein bisschen besser erahnen kann. Also das Interessante ist ja auf jeden Fall, dass man hier definitiv Reifenspuren sieht. Und ich glaube nicht, dass die von irgendwie damals noch sind, sondern eher so ein bisschen aktuell. Wir haben am Haupteingang auch schon Kameras gesehen, also es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend wieder werden. Es ist äußerste Vorsicht geboten, weil ich möchte hier nicht erwischt werden. Du? Nee, definitiv nicht. Nee. Also mit dem Militär ist, glaube ich, nicht so zu spaßen, ne? So Leute, kurze Lagebesprechung. Wir wissen nämlich nicht, oder wir wollen jetzt nicht übers Rollfeld gehen. Nee. Ist ein bisschen auffällig, ne? Genau. Ist sehr, sehr einsichtig, deswegen gucken wir gerade mal. So querfeldein könnten wir laufen und dann würden wir auch zu den Gebäuden kommen. Natürlich könnten wir jetzt einfach über die Start- und Landebahn laufen. Ungefähr bei der Hälfte der Länge dann abbiegen, dann wären wir halt auch da. Aber ich glaube, wir laufen lieber querfeldein. Ist, glaube ich, ein bisschen sicherer in puncto eventuell erwischt zu werden. Ne? Ja. Wenn einer kommt und da abfährt, dann sieht er uns natürlich sofort. Ne? Ja, man sieht uns ja schon von Kilometer aus. Ne? Ja. Also ja, ist halt auch die Vegetation gerade. Ne? Ist jetzt nicht grün dementsprechend. Naja, die Landebahn ist schon grün, aber halt nicht so zugewachsen, dass wir uns da verstecken könnten. Ne? Genau. Deswegen nehmen wir lieber den Weg jetzt hier. Genau. Ja, dann würde ich sagen, los geht's. Ne? Ja. Hey, was steht denn da? Sieht aus wie ein Panzer, ne? Ja. Krass, Sikorsky. Das ist ja mal richtig krass. Der einfach hier noch so rumsteht. Wow. Boah. Heftig, ne? Ist das krass. Was war denn das da oben drauf? Oder so eine Art Radar oder so? Sieht ein bisschen so aus, ne? Das ist echt so krass. Das muss ja schon echt ewig hier stehen, ne? So wie der aussieht. Vor allem oben, dieses Geschütz, hat man noch nie so gesehen, ne? Ne, so definitiv. Das war immer alles schon abgebaut vermutlich. Und diesen ganzen Geschützturm konntest du ja auch, ich glaube, um 360 Grad drehen, ne? Ja. Je nachdem, wo du ihn gerade gebraucht hattest. Ja, das war ja schon mal ein richtig krasses Highlight, ne? Jetzt müssen wir doch über die Straße erstmal laufen. Alles sehr, sehr zugewachsen. Vor uns tut sich jetzt gerade ein Gebäude auf. Da werden wir jetzt mal eben hinlaufen und mal gucken, was uns da erwartet. Ist auch komplett zugewachsen, das Ganze. Das erinnert so ein bisschen an Maginot-Linie, das Gebäude, finde ich. Und hier haben wir jetzt einen direkten Blick nochmal auf die Start- und Landebahn in der kompletten Länge. So, da hinten sieht man, da tut sich der Tower auf. Das ist auf jeden Fall unser Ziel. Mal zu gucken, was da hinten alles ist. Ne? Ist aber noch ein ganz schönes Stückchen zu laufen. Ne? Ja, das ist korrekt. Meine Güte, ist das eine Matsche hier. Guckt euch das mal an. Wie viele Zecken hast du bitte überall? Dreh dich mal um. Hinten, ich hab's gerade hinten auch gesehen. Hinten. Hier, da hatte ich sie erst gesehen. Und ich auch komplett. Voll mit Zecken, ey. Da werden wir einige wahrscheinlich trotzdem gleich haben. Das sag ich dir jetzt schon. Ja. Und da drüben steht doch tatsächlich schon wieder ein Panzer. Ey, zwei sogar. Dahinter steht auch noch einer. 351 steht da oben drauf. Ja. Das ist so ein richtig klassischer Panzer, ne? Finde ich auch, ja. Aber ich habe noch nie so ein Fass da hinten dran gesehen. Du? Ne, ich auch noch nicht. Hier sieht man ganz gut, dass hier ein so ein Fass drauf war. Und man konnte noch ein zweites Fass befestigen.
Das liegt aber mittlerweile da drüben, wie man sieht. Und da konnte der Panzer dementsprechend hier die beiden Fässer transportieren. Ne? Schon sehr, sehr cool. Ich glaube, man kann sogar da oben reingehen. Müssen wir mal hochklettern und mal reinschauen. Auf dem Gelände wurden eine Vielzahl militärischer Fahrzeuge, hauptsächlich sowjetischer Herkunft und teilweise aus den Beständen der Nationalen Volksarmee, zusammengezogen. Diese Fahrzeuge wurden für Übungen neben den US-Streitkräften auch von französischen Streitkräften und der deutschen Luftwaffe genutzt. So Leute, so sieht das Ganze von oben aus. Und jetzt gucken wir uns mal das Ganze von innen an. Oh, da ist sogar noch relativ viel da. Ich versuche mal so ein bisschen reinzuleuchten. Ich hoffe, man kann es einigermaßen gut erkennen. Hier hat auf jeden Fall jemand gesessen, der vermutlich das Ganze gesteuert hat oder eventuell die Kanone vorne bedient hat. Also wer da eine Ahnung hat, kann es gerne mal in die Kommentare schreiben. Wir haben ja so ein paar Militärfreunde unter uns. Die können hier bestimmt weiterhelfen. Entschuldigung, was machen Sie denn hier auf meinem Panzer? Ja, ich wollte mal kurz gucken. Wolltest auch mal gucken? Ja, ja, ich habe mir gedacht, komm, geh mal hoch, guck mal. Ja. Lohnt sich auf jeden Fall. Jetzt könnten wir rein theoretisch auch mal reingehen. Ja, sollen wir? Boah, das ist ja echt sehr krass, ne? Da ist noch einiges da, ne? Mhm. Noch nie, glaube ich, so einen gut erhaltenen Panzer gesehen. Ne? Ja, ich glaube, ich auch nicht. Und was meinst du, willst du mal reingehen? Okay. Ja, willst du nicht? Ja, doch, ich guck mir mal an. Aber mach du mal, ich gönn dir diesen Anblick. Ich glaube, das ist schon echt spannend, wirklich. Geh mal ruhig rein. Ich muss gerade mal überlegen, wie man da am besten reinkommt und wieder rauskommt. Gibt es da keine Leiter oder sowas? Nee, so ein Trittding, glaube ich, ist hier ja, nur. Ja, aber rückwärts auf jeden Fall, nicht vorwärts, ne? So? Ja, also rückwärts, du musst dich andersrum drehen. So? Zu mir drehen. Nee, ich meine, so ist, glaube ich, besser. Okay, dann mach das. Mach ich gleich den Deckel zu und dann geht der Deckel nicht mehr auf. Nee, lass das mal hier. Mach den bloß nicht zu. Oh. Erinnert mich gerade so ein bisschen an die Turtles. Oh. Tschüss, ne? Ich mach jetzt den Deckel zu. Lass den Deckel offen, ey. Jetzt bin ich auf jeden Fall drin. Und jetzt könnt ihr mal das sehen, was ich hier gerade sehe. Und das sieht schon sehr, sehr cool aus, ne? Hier vor mir der Sitz, wo man den Panzer dementsprechend hier bedienen konnte. Sehr geil. Da vorne geradeaus ist ein Ausguck. Und hier, ja, ich würde mal sagen, ist das Waffensystem, ne? Ich kann euch da leider nicht wirklich viel zu sagen. Das sieht schon so ein bisschen aus wie Lochfraß. Schaut mal, hier richtige Löcher drin. Hier drüben war offenbar noch mal so ein Zugang. Ja, der ist hier oben, den sehe ich auch. In den Panzer, und offenbar konnte man da drüben auch noch sitzen. Da vorne sehe ich nämlich so was Ähnliches wie so eine Art Mikrofon, würde ich mal vermuten. Also es war auf jeden Fall so, dass die mindestens zu dritt darin saßen. Einer hat ja den Panzer gefahren, einer musste ja oben rausgucken, ne, um zu gucken, wo man hinfährt und so, und Kommandos geben. Und einer hat natürlich das Waffensystem bedient. Sabrina kommt da unten gar nicht mehr raus. Gefällt dir das so gut da drin? Ne? Sag mal. Ist schön hier drin, ja. Schon echt lange da drin, ne? Ja, viele Stories gemacht, viele Fotos, ja. Aber auch für unseren neuen Kalender, den es natürlich auch für 2025 wieder geben wird, Leute. Vorbestellung wird auch schon bald anfangen. Also auf jeden Fall mal unseren Newsletter von Onlineshop abonnieren, damit ihr das auf jeden Fall nicht verpassen werdet. So, es pellt sich wieder aus dem Ei bzw. aus dem Panzer raus. Man muss halt gucken, wo man drauf tritt, ne? Ja. Das sieht man halt so schlecht, ey, aber... Es hat sich auch gerade irgendwie so ein bisschen so angehört, als ob du irgendwo hängen geblieben wärst. Meine Jacke, glaube ich. Ups. Aufgerissen. Ich muss vielleicht mal gucken. Ich habe eher Angst mit den ganzen Zecken, die hier gerade so sind. Ja, ja, die sind jetzt auf jeden Fall im Panzer drin. Ja, jetzt weiß ich wieder, wo ich meinen Fuß draufpacken kann. Ja, man muss halt gucken, wo man halt den Fuß draufpackt. Dann ist es eigentlich ganz... Was war das? Hast du es gemerkt? Ja. Was war das? Der Panzer ist tiefer gegangen. Oh mein Gott. Was habe ich gemacht? Keine Ahnung. Ich habe irgendwas mit meinem Fuß, hast du richtig gemerkt? Ja, ne? Ja, ich habe es auch. Die sind plötzlich richtig tiefer. Hat sich vorne auch bewegt. Also ich hat sich überall bewegt, glaube ich. Ach du Scheiße. Was war das denn? Irgendwas mit meinem Fuß hier drauf gekommen. Hm. Ach du Scheiße. Hab ich mich jetzt Das war die Tieferlegung vom Panzer. Ich habe den Panzer jetzt gerade tiefer gelegt, aber richtig, ich habe mich jetzt gerade übelst erschrocken. Ich dachte, oh, was ist das denn jetzt? Voll die Erschütterung. Jeko funny, ey. Nix wie raus hier aus dem Ding, ey. Und runter. Ja. Das war jetzt gerade irgendwie unheimlich. Ich muss an irgendwas rangekommen sein, was denn irgendwie bewegt hat. Ja, aber warum? Wie kann das denn sein? Keine Ahnung. Das ist echt unheimlich gewesen. Geht das denn überhaupt noch runter? Nein, das bewegt sich nicht mehr. Habe ich auch schon versucht.
Boah, das war jetzt echt unheimlich. Lass uns aber Hauptsache, gehen. Das bewegt sich noch, ne? Was auch immer es war. Ich habe jetzt gerade gedacht, irgendwas würde jetzt irgendwie zugehen oder so. Ich habe mich richtig erschrocken. Ey. Apropos zugehen, das ist doch elektronisch wahrscheinlich gewesen, oder? Müsstest du vielleicht manuell vielleicht auch noch bewegen? Da muss irgendwas sein, was aber mechanisch war und ist da nicht dran gekommen. Und dementsprechend ging jetzt gerade irgendwas hier runter. Elektronisch, ja, du weißt, was ich meine. Ne? Naja, mechanisch. Mechanisch. Boah, komm, das ist gruselig. Solange wir jetzt hier rumgedingelt haben, ey, wir werden heute safe erwischt, ich sag's dir. Ey. Alles nur, weil wir uns alles so genau anschauen und Fotos machen. Du bist so richtig, richtig im Gefühl gerade. Aber ich frage mich wirklich, was ist hier gerade runtergekommen? Also es sieht optisch für mich genauso aus wie vorher. Ja, das kann ja auch nichts. Aber du hast es vorne doch gemerkt, ne? Hat sich was bewegt und hinten hat es auf jeden Fall, also war eigentlich eine komplette Erschütterung, ja. Aber ich glaube, vorne hat sich was bewegt. Hat sich das Rohr vielleicht bewegt oder so? Ich weiß es nicht. Nee. Ich weiß es nicht. So, adieu Panzer. Und hallo nächste Fahrzeuge. Ne? Denn direkt vor uns stehen einfach weitere Fahrzeuge. Auch militärische Fahrzeuge. Wow, ey. Mega spannende Location. Muss man mal so sagen. Finde ich, hätte man gar nicht erwartet. Wir sind vorhin zum Haupteingang gefahren, hatten da mal kurz geguckt gehabt, was da so die Lage ist. Und da sah das für uns so lost aus, Leute. Und jetzt hier sowas noch zu entdecken, ist schon echt super, super spannend. So, vor uns die nächsten Panzer. 1, 2, 3 an der Zahl auf jeden Fall. Die sind aber schon, der sieht auf jeden Fall ganz anders aus. Gott, man hier drin. Oh, stinkt hier voll drin. Aber der sieht richtig interessant aus. Ich habe jetzt meine Taschenlampe wieder eingepackt. Ah, ich wollte gerade sagen, den gucken wir uns jetzt nicht mehr so genau an. Weil es wird das Video auch irgendwo ein bisschen sprengen. Aber das sieht sehr, sehr spannend aus von innen. Mist. Der sieht so spannend aus von innen, Sabrina. Den müssen wir uns eigentlich auch nochmal angucken. Ja, haben sie die Ketten auch schon nach oben gelegt, wie du siehst. Ne? Mhm. Die haben sie schon abgemacht und halbiert und nach oben gelegt. Ist der auch offen, der Panzer? Da ist die. Also hier oben ist eine Luke offen, ja. Geht es auf jeden Fall auch rein. Ja, sag ich doch. Sieht für mich noch ein bisschen enger aus als gerade der Eingang. So, gehen wir mal rein hier, ne, in das enge Ding. Ist das eng, Leute. Das ist echt richtig, richtig eng. So, hier mal der Blick ins Innere. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr eng. Also ich stehe jetzt hier gerade nur mit meinem Fuß drin. Unter mir ist eigentlich der Sitz, aber naja, ich glaube, da ist der Sitz. Ach, du glaubst das nicht, Anja, ne? Ja, ich weiß, ich sehe es. Hier unten ist eine Sitzbank. Ich bin hier. Also hier unten könnten wir uns definitiv verstecken, wenn irgendwas wäre. Ja. Das sieht von hier auch schon so interessant aus. Oh, ich muss halt echt nur aufpassen. Ich wollte erst gerade gar nicht hier rein, ne? Aber hier geht's. Hier drinnen ist echt Platz. Ist so ein Mannschaftstransporter, würde ich mal vermuten. Ja, ne? Hätte ich auch gesagt, ja. Ja, hier ist so eine Bank, hier können sich Leute reinsetzen. Zwei sogar, ne? Auf beiden Seiten. Und die sind so Spiegel. Wahrscheinlich konnten die damit um die Ecke so ein bisschen gucken. Das hier ist nochmal der Blick auf den Eingang, den ich gerade genommen habe. Sieht für mich wirklich so aus, als wenn hier noch der Sitz war vom Fahrer, der da entsprechend saß. Und hier sieht man auch nochmal Radio, Kasmat, Tourello. Oh, ich kann leider gar kein Französisch. Sorry dafür. Oh, aus Fehlern wird man doch halt nicht schlau. Ich habe mir jetzt mal eine Jacke gegeben. Besser ist das, ne? Oh, ist das eng, ey. Sehr, sehr geil. Echt sehr, sehr geil. Aber hier kommst du
leichter rein und leichter raus als bei dem anderen. Ich finde auch. Also, ja. Da hast du auch generell mehr Platz drin gehabt. Boah, ne? Bin ich dreckig, ey. Bin ich dreckig. Also ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich jetzt gerade gesagt habe, dass hier drei Panzer stehen. Da hinten steht ja auch noch einer. Also haben wir 1, 2, 3 und 4, wo Sabrina gerade noch drin war. Echt krass. Aber ich finde, wie gesagt, der Zustand hier ist nicht mehr ganz so geil. Ne? Also die sehen schon, ja, sehen schon ziemlich lost aus, die Panzer hier. Ne? Mega, mega geil. Also wir kommen auf jeden Fall jetzt langsam in so einen Teil, wo ich vermuten würde, wenn wir erwischt werden, dann hier. Weil wenn ich hier Wachdienst wäre, wäre das hier auf jeden Fall mein Gebiet. Das sage ich euch. Ich würde auf jeden Fall hier irgendwo stehen oder sitzen und das Ganze beobachten. Hier sind auf jeden Fall noch so alte Hallen. Da oben noch so richtig große Scheinwerfer dran. Also die konnten hier wahrscheinlich den ganzen Bereich anleuchten. Das sieht auf jeden Fall ziemlich lost aus. Ich habe gerade mal da unten ein bisschen durchgespitzelt. Das Ganze konnte man ja hier aufschieben und dann ist vermutlich hier irgendwie ein Flugzeug rausgezogen worden. Ey, richtig geil, wenn man sich das mal vorstellt. Aber das Ganze ist leider leer. Also so ein paar Paletten stehen da noch drin, aber leider nichts Besonderes sonst. So, wir nähern uns auf jeden Fall dem Tower. Und bei dem Mast da hinten, ich weiß nicht, Anja. Komm jetzt. Das wäre für mich echt immer noch so ein... Ja, ich habe auch nicht so ein gutes Gefühl, aber ich nehme es auf jeden Fall auf meine Kappe, wenn wir da erwischt werden. Ich möchte mir das auf jeden Fall angucken. Das sieht richtig lost aus, ne? Ja. Das sah von Weitem noch richtig, richtig gut aus. Aber das ist ja komplett hinüber. Und hier der riesengroße Hangar, wo früher die Flugzeuge standen. Also die Halle hier, die wirkt für mich echt so wie verlassen vor der, weiß ich nicht, 20 Jahren oder so. Richtig, richtig lost. Auch die Halle jetzt hier. Boah. Schaut euch das mal an, ey. Komplett hinüber alles. Eine persönliche Mission hatten wir uns noch vorgenommen. Wir wollten unbedingt den Tower anschauen. Vom Hangar aus gelangten wir jedoch nicht dorthin. Also kehrten wir zum Flugfeld zurück. Naja, das ist der Tower. Und das war mal der Eingang. Ja, haben sie alles schön zugeschüttet. Ja. NATO-Draht oben. Auch noch zugemacht. Das ist auch besser so. Guck mal, wie. Also, das ist komplett verrostet. Wenn du da hochgehst, hast du echt. Oder läufst du echt die Gefahr, dass du wirklich einkrachst. Ne? Also, eigentlich haben sie da alles richtig gemacht, muss man echt sagen. Ne? Guck mal, da hinten geht es noch weiter. Ne? Da hinten. Und da hinten in dem Busch steht auch noch was. Bei dem Antennenmast sehe ich einfach nur gerade die Gefahr, dass da eventuell noch Strom drauf ist. Und dann wärst du nicht prädestiniert für eine Kamera. Ne? Also auf dem ersten Blick ist an dem Mast keine Kamera zu entdecken. Also weder mit dem bloßen Auge noch mit der Handykamera, die ja sehr weit ranzoomen kann. Aber das hat natürlich alles nichts zu sagen. Ne? Also was mich ein bisschen irritiert, ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera erkennen kann, wahrscheinlich nicht, ist dieses Gebäude da ganz hinten. Das finde ich ein bisschen komisch. Da vorne steht so eine mobile Radarstation, meine ich. Ne? Seht ihr das? Also hier, das Ganze wird natürlich auch entsprechend für Radar gewesen sein und Kommunikation. Da hinten ist einfach noch so ein Militärradar, so ein mobiles. Krass, ne? Ja, und hier noch mal 4 weitere Fahrzeuge, ne? Boah, wie lange stehen die hier wohl schon an, ja, ey? Ziemlich lange, so wie das aussieht. Richtig. Wahnsinn. Guck dir mal an, hier den Reifen. Komplett platt und da hinten auch noch mal platter Reifen. Ach, du glaubst das nicht. Hier ist noch alles komplett drin in dem Fahrzeug hier, Anja. Ich finde das hier einfach so krass, ne, mit diesem Raketensystem da oben drauf, was du so wirklich so hydraulisch hoch und runter fahren konntest, links, rechts, geradeaus, ne? Echt heftig, oder? Ja. Hast du das schon mal gesehen? Nee, mal ernsthaft? Also außer vielleicht im Museum oder so, ne? Oder im Fernsehen, ja. Und hier oder im Fernsehen, ja. Hier neben halt dementsprechend mobiles Radarsystem, ne? Das ist so geil, ehrlich. Und wie viele Sachen da einfach noch drin sind, ne? Aber hier sieht man von der Technik, dass hier echt noch einiges da ist, ne? Der Sendeleistung, Anzeigetafeln. Teilweise fehlt natürlich ein bisschen was, ist logisch. Hier auf dem Boden liegt natürlich auch schon jede Menge rum. Aber im Großen und Ganzen, dafür, dass es wahrscheinlich schon sehr viele Jahre hier rumsteht, echt noch in einem
sehr guten Zustand, wie ich finde. Auf dem Gelände da drüben ist auch noch ein weiteres Fahrzeug, wie man sieht. Da kommen wir aber nicht dran. Schade. Er ist eingezäunt. Ich dachte, er steht hinter dem Zaun. Nee, leider nicht. So Leute, wir gehen jetzt einfach nochmal das Risiko ein, uns das hier anzugucken, was hier hinter diesem Busch ist. Sieht auf jeden Fall auch sehr spannend aus. Eventuell werden wir uns dann nochmal diesen Panzer da hinten angucken. Und dann werden wir auf jeden Fall den Rückweg mal antreten, oder? Ja, ja. Eigentlich müssen wir nur die Landebahn dann geradeaus durchlaufen. Ja, eigentlich. Ich weiß nicht, ob das so clever ist. Man wiegt sich immer so ein bisschen in Sicherheit. Aber da ganz, ganz hinten, wo die Gebäude sind, da ganz, ganz hinten waren wir. Ja. Man wiegt sich immer so in Sicherheit, wenn nichts passiert. Ja, ne? Ja. Und dann wird man unvorsichtig. Das ist trügerisch halt, ne? Ja. Ich hoffe, man kann es gut erkennen. Alles voller Öl. Ja, aber alles komplett. Ja. Ich hoffe, man sieht es gut auf der Kamera. Dieses ganze Bläuliche ist alles Öl. Was haben die hier gemacht, ey? Leute, guckt euch das mal bitte an. Wie geil ist das denn bitte? Richtiges Radar, ne? Richtig geil, oder? Ja. Wow, also da hat sich auf jeden Fall der Weg jetzt hierhin gelohnt. Richtig klasse, ehrlich, das sieht richtig gut aus. Habt ihr das schon mal gesehen, Leute? Habt ihr das wirklich schon mal gesehen? Also ich habe sowas noch nie gesehen. Du? Nee, nee. Wahnsinn. Sehr impulsant. Bei einer früheren Erkundungstour hatten wir eine verlassene Radarstation besucht. Aber das Sehen einer mobilen Variante war ein echtes Highlight. Angesichts all der zurückgelassenen Fahrzeuge fragten wir uns, ob das Radar nicht anderswo noch nützlich gewesen wäre, oder? Super, super spannend, ey. Ja, das ist echt. Hätte ich im Leben nicht gedacht, dass man hier so viel noch sehen kann. Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Aber es ist echt super, super spannend, super interessant. Wir hoffen natürlich für euch auch interessant. Teile der Anlage scheinen aus dem Jahr 1987 zu stammen. Wir befanden uns bereits seit einigen Stunden auf dem Gelände und hatten einen langen Rückweg vor uns, der uns über das gesamte Areal führen sollte. Unsere Filmausrüstung hatten wir bereits verstaut, aber ein Panzer zog unsere Aufmerksamkeit auf sich, den wir uns noch schnell ansehen wollten. Selbst wenn das Flugfeld offen ist und gut einsehbar war, nahmen wir das Risiko in Kauf, gesehen zu werden. So Leute, den Panzer haben wir uns jetzt auch nochmal angeschaut, damit wir auch noch reingehen können. Super, super spannende Sache, Ja. Dass die einfach alle hier stehen. Ne? Ich fasse das einfach gar nicht. Super, super spannend. So Leute, wenn euch das Ganze auch so gefallen hat wie uns, dann lasst gerne noch ein Like da, schreibt weiter unten einen Kommentar und schaut euch noch dieses Video an, da haben wir verlassene Jets erkundet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.